Hallo ihr Lieben, hier habe ich ein neues Video für euch und zwar geht es um einen Rossmann-Haul. Ich war gerade bei Rossmann, weil ich ja so ein paar Sachen neu brauchte, zum Beispiel Zahnpasta. Und man kauft dann ja nicht nur Zahnpasta, wie ihr wisst, sondern man findet dann so ein paar andere Sachen, die man dann einfach auch braucht. Unbedingt. Wie zum Beispiel... Fangen wir mal an mit Essen. Und zwar habe ich mir diese zwei Sachen hier gekauft. Einmal eine Falafel-Fertigmischung und einmal eine Tomaten-Bratling-Mischung. Und ich habe die Falafel-Mischung schon mal von DM gehabt. Die war super lecker. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere die jetzt von Rossmann einfach mal aus. Und das hat mich hier auch sehr interessiert, diese Bratling-Mischung. Die haben, ich glaube, das hat 1,19 gekostet und das 1,49 oder so. Und da bekommt man 16 Falafel oder 8 Bratlinge raus. Und ja, ich finde, das geht. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so schmeckt. Dann habe ich mir noch eine Seife gekauft. Und zwar eine Duftschaumseife von Palmolive. Ich liebe ja die Palmolive-Seifen. Und das ist so eine Schaumseife und das ist Himbeere und das riecht so lecker nach Himbeere, dass ich das einfach auch unbedingt haben musste. Und ja, dann habe ich mir noch eine Seife gekauft und zwar die Dove Body Cream Wash Seife, nicht Body Beauty. Und das ist meine Lieblingsseife, weil ich finde, die riecht so lecker. Die gibt es aber bei DM leider nicht mehr, also bei uns zumindest. Deswegen kaufe ich mir die immer bei Edeka oder bei Rossmann oder so. Ja, das finde ich sehr schade. Liebes DM-Team, bitte nehmt es wieder in euer Sortiment auf. Ich gehe nämlich so selten irgendwie zu Rossmann und von daher... Ja, dann brauchte ich ja unbedingt Zahnpasta. Und ich liebe Colgate total, weil ich finde, das macht die Zahnpasta macht die Zähne so super sauber und die fühlen sich auch nach Stunden noch sauber an. Das habe ich bei keiner anderen Zahnpasta bisher gehabt. Deswegen kaufe ich immer Colgate Total. Ja, dann habe ich mir ein Duschöl gekauft. Und zwar von Isana, von der Rossmann-Marke. Und zwar riecht das nämlich genauso wie das Nivea Duschöl. Ich habe da dran gerochen und habe gedacht, huch, Nivea Duschöl? Oder kann auch sein, dass das riecht wie das Nivea Schöne Hautöl. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall riecht das sehr gut. Und dieses Nivea Duschöl fand ich sehr gut. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere jetzt mal die Billigvariante. Um zu gucken, wie das jetzt hier so ist. Wie teuer das war, weiß ich jetzt leider nicht. Dann habe ich mir noch einen Lippenpflegebalsam gekauft von Altera. In der Farbe... Bronze and Shine. Und zwar ist das nämlich so ein Braun und Lippenpflege und der färbt auch ein bisschen und der schmeckt so lecker. Ja, und meine Schwester war davon begeistert, deswegen habe ich den mir geholt. Und zu guter Letzt, jetzt kommt mein Highlight und zwar gibt es ein neues Schöne Hautöl von Garnier und das ist einfach hier genial, weil es ist eine rosane Verpackung erstmal, eine lila rosa, ist schon mal wunderschön und ich liebe das Schöne Hautöl. Und ja, jetzt gibt es eine neue Sorte und zwar ist das Granatapfel, Kamelie, Jojoba und Geranin. Und ich werde es gleich nach dem Duschen ausprobieren und ich bin schon sehr, sehr gespannt. So riecht man jetzt irgendwie nichts. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, das gleich zu benutzen. Und ja, das war's von meinem Rossmann-Haul und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!